Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Im letzten Part haben wir hier begonnen mit der Zufallsbegegnung mit Itachi, haben dort erstmal einen sehr, sehr sinnigen Dialog mit ihm gefunden, der uns aber auch etwas überrascht hatte. Ursprünglich war es ja das Ziel von Akatsuki, Naruto zu entführen. Pain hatte zwar den Auftrag, uns mitzunehmen, aber Itachi hätte genauso die Möglichkeit gehabt, denn er gehört ja auch zu den Akatsuki, die Bijou aus den Chichurikis ziehen will. Und komischerweise hat er aber dann irgendwann von uns abgelassen. Am Ende des Kampfes hat er uns seine Kräfte übertragen, was auch immer das heißen sollte. Und er hat gesagt, er muss sich um eine andere wichtige Angelegenheit kümmern. Diese werden wir jetzt gleich in Angriff nehmen. Ihr wisst es sicherlich schon. Wir haben das im letzten Part am Ende noch ausgiebig begutachten dürfen. Es ist aber auch so gewesen, dass wir hier gesehen haben, dass Jiraiya gegen Pain gekämpft hat und leider von uns ging. Also bei der Szene, da sind mir echt schon Tränen gekommen, muss ich sagen. Sowohl im Werk an sich, also im Anime, im Spiel und. Also die Szene ist grundsätzlich immer traurig gewesen. Nachdem wir erfahren hatten, wer hinter dem Vorfall steckt, das sind nämlich die drei Schützlinge von Jiraiya in Amigakure gewesen. Darunter war Nagato, derjenige, der sich als Pain entpuppt hatte. Und wir haben von Jiraiya die Geschichte nochmal gehört. Beziehungsweise was er aufgeschrieben hatte. Dort haben wir zum Beispiel auch mitbekommen, dass Minatos Sohn irgendwann auf die Welt kam und er trug den Namen Naruto. Dazu bald dann mehr. Jetzt machen wir als nächstes auf jeden Fall den großen Fight, auf den ihr sicherlich auch gewartet habt. Die Wahrheit über den Uchiha-Clan. Auch mit einer der geilsten Kämpfe in Storm 2 und ihr seht, boah, 20 Minuten. Also einer der längsten Kämpfe bis dato. Währenddessen standen sich Sasuke und Itachi in einem Versteck gegenüber. Ein sehr wichtiger Kampf. Sehr, sehr wichtig. Im Gespräch mit seinem Bruder Sasuke erwähnte Itachi einen dritten Kämpfer, der Sharingan besaß. Madara Uchiha, einer der Gründer von Konohagakure, der bis zu seinem Tod gegen den ersten Hokage gekämpft hatte, Hashirama Senju. Um zu vermeiden, Das durch sieht so den ekelhaft Einsatz aus, von ne? Mangekyo Sharingan zu erblinden, stahl Madara seinem jüngeren Bruder die Augen. Einfach mal so das Auge entzogen. Itachi erklärte dann, dass er Sasuke verschont hatte, um dessen Augen als Ersatz für seine eigenen zu Und nutzen. auch das ist so ein creepy Face, ne? Es ist Zeit, dass wir diese Sache zwischen uns zu Ende bringen. Ja. Diese Zuversicht. Mangekyo Sharingan. Aber selbst mit diesen Augen siehst du gar nichts. Verstehst du nichts? Du irrst dich. Eins sehen meine Augen ganz deutlich. Ich sehe deinen Tod, Itachi. Deinen Tod zu meinen Füßen oder so ähnlich, werden wir gleich auch noch mal bestimmt erfahren. Mit mehr als 60% Gesundheit abschließen. Sasuke Uchiha Normalfarbe 3. Itachi Uchiha mit Hut Farbe 1. Ah, Itachis Shuriken mit deinem eigenen Shuriken. Okay. Und dazu gibt es noch die Möglichkeit für das Ninja-Infokartenbild 77 20 Treffer-Kombo. Mich bezwingen, Genau. Oh, die Musik. Legen wir los. Geil. Aus Storm 2. Wahrscheinlich derselbe Kampf. Oh, aber. Boah, das sieht noch viel cleaner aus, natürlich. Als du den Uchiha-Clan vernichtet hast, hast du das wirklich allein vollbracht? Du kannst unmöglich den ganzen Clan allein ausgeschaltet haben. Es muss noch jemand anderes dort gewesen sein. Quicktime-Event. Bist also dahinter gekommen. Nimm das! Genau wie dir. Wer war es? Wer hat dir geholfen? Madara Uchiha. Also der Mann hinter der Maske. Uchiha?
am Leben sein. Feuer verstecken. Feuerkugel! By the way, tut mir leid, dass der Dialog jetzt nicht ganz zu Ende ging. So, Amaterasu. Boah, die Inszenierung des Kampfes habe ich auch in Storm 2 so brutal abgefeiert, ne? Das sieht so krank aus. Das eine Auge funktioniert schon nicht mehr. Das Gewitterwolken-Jutsu. Kirin. Ein Jutsu aus der Natur. Mit einem Donnerschlag. Klatsch! Es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Naja, warte mal ab. Wolltest du diesen Tod für mich? Du bist wirklich stärker geworden, Sasuke. Ohne das wäre ich tot gewesen. Das Susanoo. Das erste Mal, dass wir das in dieser Form so sehen konnten. Jetzt mache ich ernst. So. Jetzt kommt der zweite Teil des Kampfes. Oh, mir fällt auch gerade ein, ich habe diese 20-Treffer-Kombo vergessen. Eieieiei. Muss ich auf jeden Fall nachträglich noch machen. Mit mehr als 60% Gesundheit abschließen, Itachi Uchiha ohne Mantelfarbe eins und mit einem Ninjutsu zweimal treffen. Okay, da haben wir Itachi Uchiha. Und jetzt die Trumpfkarte. Kombofarbe 1. Das Susanoo. Susanoo. Feuer versteckt. So, wir konnten ja Itachi attackieren. Boah, da konnte ich nicht gut ausweichen gerade. Mal gucken, wie schwer dieser Kampf jetzt tatsächlich sein wird. Ah, mit den Felsen. Oh, nö. Wir kassieren auch schon ordentlich Damage. Plagegeist. Plagegeist, sagt er zu uns. Man sieht schon, wir müssen auf jeden Fall viel ausweichen dort. Weiter, 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 weiter. Aber durch das Schild zum Beispiel kriegen wir keinen Damage. Und jetzt sollten wir es gleich dann beendet haben. Ja, aber natürlich A-Rang, weil wir doch wirklich zu viel Damage kassiert hatten. Jetzt wird das Fluch mal aktiviert. Ja. Orochimarus wird zu der achtköpfigen Schlange. Man sieht auch schon an Itachis Augen. Der sieht kaum noch was. Das Jutsu fand ich an sich ziemlich geil. Aber
Schaut ihn euch an, der sieht schon echt fertig aus. Das Orochimaru. Der Kranke. Endlich zeigt sie sich. Die Kraft des Uchiha. Sie gehört mir. Was der erwartet. Ich glaube aber kaum, dass Orochimaru die Kraft bekommen wird. Dafür ist unser Schild eigentlich zu stark. Jetzt ist aber unser Susanoo weg. Wobei, doch nicht. Orochimaru wird jetzt versiegelt. Damit ist das Fluchmal auch entfernt. Das war's, Sasuke. Und jetzt gehören deine Augen mir. Was redest du da? Kann ich denn nichts tun? Das ist auf jeden Fall das, was wir aus Storm 2 schon kannten. Andere Möglichkeit haben wir hier leider nicht. Du kannst mir nichts anhaben. Was soll ich tun? Er ist... Ich bin verzweifelt. Das ist er wohl oder übel. Bringt das was? Natürlich nicht. Funktioniert nicht. Dann heißt es nur abhauen. Was du auch tust, das ist sinnlos. Ich muss aufgeben. Es ist aus. Ja, die Szene, die ist auch so krank, ne? Ist das das Ende? Eine Mauer? Können nichts machen. Ich hab keinen Zweck. Sasuke. Du, ich werde. Sie hat es nicht mehr geschafft, die Augen an sich zu nehmen. Itachi ist gestorben. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Wieso solltest du so etwas tun? Pass mich ruhig. Du wolltest mir doch ein neues Shuriken-Jutsu beibringen. Großer Bruder. Du bist so weit weg. Es gibt niemanden wie uns, Bruder. Ich werde immer bei dir sein. Ja, selbst im Angesicht des Todes steht Itachi noch neben Sasuke. Der jetzt lächelt, weil er es endlich geschafft hat. Pah. Als der tödliche Kampf endete, hatte Sasuke Itachi den Erzfeind seines Clans endlich bezwungen. Aber dann tauchte Tobi auf. Er gab sich als Madara Uchiha zu erkennen. Itachis Partner und der dritte Kämpfer, der Sharingan besaß. Tobi offenbarte die Wahrheit über Itachi,
die den erschöpften Sasuke schockierte und ihn heillos verwirrte. Itachi hatte Befehle der Anführer von Konoha befolgt und dementsprechend gehandelt. Er hatte seine Familie ausgelöscht und war zum abtrünnigen Ninja und verhassten Verbrecher geworden. Der Uchiha-Clan hatte einen Umsturz geplant. Tut mir leid, Sasuke. Das war's. Das waren die letzten Worte von ihm, Itachi, bevor er gestorben ist. Sasuke kannte nun die Wahrheit. Itachi hatte sein Leben lang alles aufs Spiel gesetzt. Für die Ninja-Welt, für Konoha und für seinen jüngeren Bruder. Wir sind nicht mehr die Hebi. Von heute an werden wir Team Falke sein. Wir sind die Taka. Die Taka haben nur ein Ziel. Wir existieren, um Konoha zu zerstören. Sasuke benannte sein Team in Taka um und tat sich mit den Akatsuki zusammen, um Rache an Konoha zu nehmen. Er hat jetzt auch das Mangekyō Sharingan. Schockierend auf jeden Fall. Wirklich? Allein vollbracht? Du kannst unmöglich den ganzen Clan allein ausgeschaltet haben. Es muss noch jemand anders. Ein Gründer? Wie kann er dann noch am Leben sein? Verkauf mich nicht für blöd! Und jetzt die Trumpfkarte. Das Susanoo. Susanoo? Plagegeist. Genau hier. Genau hier. Nimm das! Shidori, Plagegeist. Genau. Alle Menschen leben als Gefangene ihres Wissens und ihrer Wahrnehmung. Sie nennen es Realität. Doch Wissen und Wahrnehmung sind mehrdeutig. Diese Realität könnte eine Illusion sein. Madara für tot zu halten, entbehrt jeder Grundlage. Sasuke, deine Augen sehen keine einzige Wahrheit. Du siehst rein gar nichts. Du wirst mich nie besiegen können. Du regst dich noch? Feuer versteckt! Wolltest du der dir Raum verschaffen? Plagegeist. Genau hier. Was wirst du tun, Sasuke? Nimm das, Shidori! Nimm das! Shidori, Plagegeist! Shidori! Wolltest du dir Raum verschaffen? Plagegeist! Du bist aber ziemlich schnell. Wolltest du dir Raum verschaffen?
Geist. Genau hier. Chidori. Wenn wir das nun erledigt haben, würde ich sagen, das war's an dieser Stelle für diesen Part. Ich weiß, wir haben mit diesem Part jetzt nicht viel geschafft, aber diese Mission hier ging natürlich auch ziemlich, ziemlich lange. Plus die ganzen Nebensachen, die ich jetzt im Nachhinein noch gemacht habe, denke ich, ist das trotzdem eine gute Länge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier Showdown in der Unreichschlucht beginnen. Wir sehen schon dort einen Oktopus. Beziehungsweise ein Stier-Oktopus. Wir wissen aber natürlich im Grunde genau, um wen es sich dabei handelt. Wir werden zudem im nächsten Part, so gehe ich felsenfest davon aus, auch die restlichen Sachen hier machen und dann das vierte Kapitel abschließen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.